Ich begrüße euch zu meiner Bewerbung für die 48 Stunden Katakomben in Paris, dem Format von Leon und Taco. Kurz zu mir, 34 Jahre alt, seit über 10 Jahren als Heilerziehungspfleger tätig, halb Kubaner, sportbegeistert, abenteuerlustig und seit knapp 2 Jahren hier auf YouTube vertreten. Ja, nach meiner Bewerbung für Seven vs. Wild und den Arctic Warrior kommt nun diese hier. Und wenn man alle drei Formate miteinander vergleicht, dann würde ich sagen, dass diese hier definitiv am meisten zu mir passt. Und zu dem, was ich hier auf YouTube zeige. Denn vor knapp über einem Jahr habe ich ein Thema für mich entdeckt, welches mich einfach nicht mehr loslässt. Und zwar das Thema Höhlen. Kleine Höhlen, große Höhlen, tiefe Höhlen, feuchte Höhlen, Tropfsteinhöhlen. Und vor allem Höhlen mit engen Gängen. Enge Gänge, in die ich reinkriechen kann. Momentan gibt es eigentlich kaum was Spannenderes für mich. Und damit ihr euch so ungefähr vorstellen könnt, wovon ich hier rede und euch vielleicht auch ein bisschen besseres Bild von mir machen könnt, habe ich mich auf den Weg gemacht und bin nochmal für euch zu einer meiner momentanen Lieblingshöhlen gefahren. Ja, und zeige euch damit, glaube ich, eine Welt, die die meisten von euch so sicherlich noch nicht kennen. Ja, und was gibt es wohl in einer Reise in die Katakomben von Paris zu beachten? Naja, zum einen, ich nehme an, die Kälte, die Nässe und ganz besonders die engen Passagen, die engen langen Gänge. Und genau davon gibt es hier drin mehr als genug. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Begleiten wird mich wieder Noah. Rein geht's. Ja, in den meisten Höhlen hat man, wenn man reinkommt, erstmal eine ziemlich große Eingangshalle. Und jetzt steht man eigentlich im größten Bereich, im größten Raum. Aber das eigentlich Spannende ist nicht das für uns, sondern das, was jetzt gleich kommt. Ja, auf dem Weg zu den interessanten Stellen findet man lauter Tropfsteine, Stalagniten, Stalagmiten und allgemein wunderschöne Felsengebilde. Ich liebe das einfach. Es gibt einfach momentan nichts Geileres für mich. Und umso schöner, wenn sich immer mal ein paar Verrückte finden, die den ganzen Scheiß mitmachen. Guck doch mal, wie das aussieht. Oh. Ja, das Interessante jetzt auch an der Höhle ist, wir sind jetzt gerade in der oberen Etage, ungefähr schon 40 Meter, 50 Meter im Berg drin. Es gibt aber auch noch eine untere und hier geht es locker noch mal 8 Meter runter. Aber wir wollen jetzt nicht hier runter, sondern da hinten, durch das kleine Loch. Dort quetsche ich jetzt den Noah durch. Da freue ich mich schon seit gestern drauf. Aber Noah ist schlank, der wird dort dreimal reinpassen. Also hier geht es jetzt 2-3 Meter rein. Und dann ist da, wo die Kuhle ist, ist ein kleiner Raum. Da kannst du aber nur hocken. Soll ich sonst vorgehen? Vorsichtshalber. So, jetzt sind wir schon am ersten spannenden Part angekommen. Genau das ist das Zeug, warum wir das hier machen. Okay, passt du wahrscheinlich doch nicht dreimal rein. Oh, krass. Ich habe es tatsächlich größer in Erinnerung gehabt. So sieht man nur noch die Füße. Ja, und gleich ist er auch verschwunden. Guck, guck! Ich lebe noch! Wer hätte das gedacht? Komm zu mir! Ich muss dazu sagen, das ist jetzt Noahs dritte Höhle. Und das hier ist definitiv die anspruchsvollste für ihn. Und auch die anspruchsvollste für mich, die ich hier gemacht habe. Wie geht's? Sehr gut. Ja? Ist auch viel Platz. Viel Platz sagt er jetzt gar nicht. Kann man ja noch atmen. Geil. Oh, das ist so schön. So, und jetzt fragt euch das hier schon mal. Würdet ihr das machen? Würdet ihr euch das trauen? Oder eher nicht? Wie von einem anderen Planeten, oder? Und das erste Anfang. Das wird hier drin noch viel wilder. So, und wie ihr seht, sind wir noch lange nicht beim Ende. Da unten geht es nämlich noch genauso weiter. Oh ja. Ach, das ist so ein schönes Bild. Geil. Ohne nass zu werden. Das ist hier die Kunst. Geil. Müssen wir noch ein kleines Stück weiter kriechen und da hinten kommt eine Welt, die euch begeistern wird.
alleine das Teil. Da hatte ich einen Tropfstein von oben mit einem, der von unten kommt, verbunden. So, jetzt sind wir eigentlich schon in meinem ziemlichen Lieblingsraum angekommen. Zieht euch das rein. Wo sind wir hier? Das ist einfach der Hammer. Immer so eine kleine, ein kleiner Haufen, der sich irgendwie von da oben nach da unten gebildet hat. Hier geht es wieder runter, tief runter. Und da geht es direkt weiter mit diesen Schönheiten der Natur. Wer würde das gerne mal sehen wollen? Schreibt es in die Kommentare. Und man darf auch nicht vergessen, wir sind jetzt schätzungsweise, ich habe keine Ahnung, vielleicht 100 Meter tief im Berg drin. Um uns herum ist nur Gestein. Und das ist auch noch lange nicht das Ende der Höhle. Das war der Stein. Oh Mann. Oh, diese Säule, das sieht aus. Wunderbar macht er das. Ja, das sieht man nochmal schön, hier geht es locker 10 Meter runter. Das wäre jetzt was zum Abseilen. Haben aber nichts dergleichen mit. Deswegen bleiben wir schön bei den Kriechgängen. So. Du hast jetzt rechts den Tritt. Genau. Such dir immer für die Hände vorher schon irgendwo eine Stelle. Genau. So, mit dem Rücken an die Wand lehnen. Ah, genau. Da kann man ja auch richtig rein. Und dann machst du so Stück für Stück. Kannst dich hier abstützen. Hier wird es jetzt auf jeden Fall spannend. Das ist Leben. Pures Leben, Freude, Abenteuerlust. Und alles, was dazugehört. Guckt euch dieses Teil da an. So, jetzt haben wir nur noch eine einzige Engstelle vor uns. Wie fühlst du dich? Gut, oder? Sehr gut. Sehr geil. So, hier kommen wir jetzt tatsächlich auch mal wieder in den großen Raum. Nach dem ganzen Rumgekrieche. Also was ich denke ich schon mal bewiesen habe, ist, dass ich in den Katakomben, was Platzangst angeht, glaube ich jetzt nicht das größte Problem haben werde. Jetzt geht's zur letzten Engstelle. Ja, das war meine kleine Bewerbung und wenn ihr denkt, ich könnte gut in die Katakomben-Truppe passen, dann ballert Leon und Taco gern die Kommentare voll. Ja, und falls ihr außerdem gern Lust auf eine kleine gemeinsame Wanderung habt durch die Sächsische Schweiz, dann schreibt mir gerne auf Instagram, denn am 16.8. gehe ich zusammen mit einer kleinen Truppe eine kleine gemütliche Wanderung machen und wir nehmen auch eine kleine, ich sag mal, Anfängerhöhle mit. Ja, da könnt ihr gerne dabei sein, wenn ihr wollt. Ja, ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, bei dieser Aktion dabei zu sein. Ich muss dort unten unbedingt mal rein und dann noch im Zusammenspiel mit dieser coolen, lustigen Truppe wäre das natürlich ein mega Abenteuer. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wer dabei sein wird. Was gibt's noch zu sagen? Gern den Kanal abonnieren, ansonsten sehen wir uns in einer Woche hier oder demnächst in den Katakomben. Ciao, ciao, ciao.